Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich mal zwei Bridge-Kameras miteinander vergleichen. Und zwar zum einen die FZ200 und zum anderen den Nachfolger, die FZ1000. Beides sind Bridge-Kameras von Panasonic. Und wie gesagt, ich habe eigentlich die FZ200 von Panasonic sehr gerne verwendet und freue mich jetzt darauf, den Nachfolger mal ausführlich testen zu können. Besonderes Highlight des Nachfolgers der FZ200, nämlich der FZ1000, ist die Tatsache, dass wir hier eine Kamera haben, die 4K-Videos aufzeichnen kann. Nicht ganz 4K, wir arbeiten hier im UHD-Bereich, allerdings ist das dem 4K sehr ähnlich oder sehr nah. Der Vorteil bei UHD ist das auch das Format, was direkt von YouTube akzeptiert wird, denn YouTube gibt auch UHD aus. UHD ist das Format 16:9, 4K ist etwas breiter. So, auch eine schöne Neuerung bei der FZ1000 im Gegenzug zur SZ200 oder im Vergleich zur SZ200 ist der neue größere Sensor. Bei der FZ1000 haben wir jetzt einen 1 Zoll großen Sensor, vergleichbar zum Beispiel mit der RX10 von Sony. Währenddessen bei der FZ200 haben wir nur einen 1:2,3 Zoll großen Sensor. Wer mit den Zahlen nicht viel anfangen kann, mache ich einfach Folgendes. Ich blende euch mal beide Sensoren ein und lege sie quasi übereinander. So könnt ihr den Größenvergleich euch hier optisch direkt vorstellen und seht, wie viel doch ein 1-Zoll-Sensor größer ist. Und der Vorteil hier liegt natürlich auf der Hand. Größere Sensorfläche, mehr Vorteile, mehr Licht, der auf die einzelnen Pixel fällt. Und im Großen und Ganzen kann man hier auch schön mit einer kleinen Tiefenunschärfe arbeiten. Und so weiter. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte euch jetzt mal diese beiden Kameras direkt im Vergleich zeigen. Zuerst zeige ich euch mal die beiden Kameras. Das hier wären die beiden Kameras. Links sehen wir die FZ200 und rechts die FZ1000. Was sofort auffällt, ist natürlich, dass die FZ1000 deutlich größer geworden ist als die FZ200 und auch deutlich schwerer. Was mir allerdings nicht oder gleich überhaupt nicht an der FZ1000 gefällt, ist dieser extreme Plastiklook. Wenn man diese Kamera jetzt in die Hand nimmt, kommt es einem so vor, als hätte man einen totalen Plastikbomber in der Hand. Das Einzige, was an der Kamera massiv erscheint, ist das Objektiv. Das war im Großen und Ganzen bei der FZ200 eigentlich auch schon so, aber es ist nicht so aufgefallen, weil die Kamera an sich wesentlich leichter war. Jetzt bei der FZ1000 fällt das doch sehr stark auf. Man hat regelrecht schon Angst, diese Kamera mal hart aufzustellen oder was ähnliches, weil von der Wertigkeit her kommt an die Kamera so vor, als wenn sie ganz leicht kaputt zu machen ist oder geht. Also in der Hinsicht wäre ich vorsichtig mit der Kamera. Was ich auch nicht so schön finde, ist, dass Panasonic die FZ1000 wieder mal nicht staubdicht gemacht hat. Man sollte sich dann doch mehr so an der RX10 oder anderen Kameras orientieren, die da in der Hinsicht doch etwas besser gefertigt sind, auch etwas wertiger wirken und wenigstens auch einen gewissen Spritzwasser- und Staubschutz haben. Sie sind nicht absolut wasserdicht, aber man kann mit den Kameras wenigstens mal bei schlechtem oder bei nebligem Wetter draußen rumlaufen fotografieren. Das würde ich mit der FZ1000 definitiv nicht machen. So, genug dazu, kommen wir mal zu einem direkten Bildvergleich der beiden Kameras. Um den Vergleich richtig krass darzustellen, mache ich Folgendes. Die FZ1000 erlaubt mir, wie gesagt, die Aufzeichnung in 4K UHD und die FZ200 die Aufzeichnung in Full HD. Der einzige Vorteil der FZ200, wie gesagt, Full HD mit 50p. Die FZ1000 kann auch Full HD mit 50p, aber wie gesagt, ich habe jetzt UHD eingestellt und da haben wir einen Nachteil, das leider nur mit maximal 25p. So, beginnen wir einfach mal gleich hier in dem Raum, wo ich stehe. Wir haben hier eine optimale Beleuchtung, wir arbeiten mit Tageslicht und ich lasse mich noch von vorne mit einem 6000K Scheinwerfer beleuchten. Ich bin ungefähr 2,5 Meter von den Kameras weg und wir haben hier an meinem Punkt 250 Lux, das ist extrem hell eigentlich, zum Filmen mehr als ausreichend. Was natürlich sofort bei den Kameras auffällt, die FZ200 hat einen viel größeren Bildausschnitt als die FZ1000. Das liegt nicht direkt an der Kamera FZ1000, sondern an der Tatsache, dass ich jetzt hier mit der FZ1000 mit UHD arbeite. Im UHD croppt die Kamera extrem stark in das Bild ein. Ich nehme mal an, dass wir hier in etwa bei der FZ1000 so ein Brennweitenbereich um die 35 bis 45 mm haben. Normalerweise haben aber beide Kameras so um die 25 mm. Das sehen wir hier zum Beispiel bei der FZ200, die nutzt den maximalen Brennweitenbereich.
Würde ich jetzt mit der FZ1000 in Full HD arbeiten, hätte ich hier genau denselben Bildausschnitt wie bei der FZ200. Nur so zur Grundinfo, aber wir wollen ja in UHD arbeiten. Also beginnen wir erstmal mit ein paar Außentests. Ich habe ein paar kleine Außentests für euch aufgenommen, damit ihr euch die Kamera mal im realen Einsatz näher anschauen könnt. So, und hier sehen wir jetzt mal eine schnelle Bewegung. Zuerst gefilmt mit der FZ1000 in 4K. Natürlich nur mit 25p, mehr ist leider nicht einstellbar. Hier müsste man dann auch ganz schnell merken, dass das Bild etwas geschwindigkeitstechnisch unterschiedlich zur FZ200 ausschaut. Hier schauen wir uns jetzt die FZ200 an. Dasselbe Bildmaterial, dieses Mal aber in Full HD, aber dafür mit 50p. Man sieht hier, das Wasser fließt hier einfach viel gleichmäßiger im Bild. Ich kann jetzt mal beide Bilder nebeneinander stellen, soweit das möglich ist. Und ihr könnt die beiden Kameras hier mal direkt miteinander vergleichen. Hier eine schnelle Bewegung, ich laufe auf Objekte zu. Und hier könnt ihr auch wieder die beiden Kameras schön miteinander vergleichen. Ich schwenke auch mal etwas, somit seht ihr, wie sich das 4K zu dem Full HD der FZ200 verhält. So, und jetzt will ich mich mal mit den beiden Kameras selber. Ich bin draußen unterwegs, ich habe doch recht starken Wind. Hier könnt ihr auch mal die Mikrofone der beiden Kameras euch anhören. Wir bewegen uns normal, mit normaler Geschwindigkeit. Die Bildstabilisatoren sind an. Und wir haben eigentlich gute Bedingungen bis auf den Wind, um zu filmen. Und hier könnt ihr mal die Kameras quasi in Action sehen, wenn ich mich selbst damit filme, mich bewege. Und hier könnt ihr auch mal ein bisschen die Mikrofone miteinander vergleichen. Wie wird der Wind herausgefiltert? Wie stark sind die Windgeräusche im Video vertreten? So, jetzt machen wir mal einen Schwenk mit den beiden Kameras, um auch hier den Unterschied zwischen 4K und Full HD festzustellen. Zuerst mit der FZ1000. Und jetzt nochmal mit der FZ200. So, und jetzt einen kleinen Zoom-Test mit den beiden Kameras. Wir beginnen zuerst mit der FZ200. Ich nehme da hinten diesen Strommast aufs Korn. Ich schätze mal, er wird ca. 200 bis 300 Meter von mir weg sein und zoome ihn mal an. Das ist der volle digitale Zoom der FZ200. Das ist der volle optische Zoom der FZ200. Und das ist der volle digitale Zoom der FZ200. Alles freihändig gefilmt, also quasi die Kamera wird frei gehalten. Bildstabilisator läuft. So, und jetzt dasselbe mit der FZ1000. Hier haben wir allerdings nur 400 mm maximale Brennweite, aber auch etwas digitalen Zoom. Wir testen auch hier den Zoom. Das ist der volle optische Zoom. Und das ist der volle digitale Zoom. Hier in diesem Fall natürlich in 4K. So, und hier möchte ich nochmal den Fokus beider Kameras testen. Mal sehen, wie schnell der funktioniert. Zuerst beginnen wir mit der FZ1000. Ich habe hier ein ziemlich nahes Objekt und schwenke jetzt in die Ferne. Und wir schauen, wie lange es halt dauert, bis die Kamera scharf stellt. Dasselbe machen wir mit der FZ200. Wir nehmen ein nahes Objekt und schwenken in die Ferne. So, und jetzt nochmal eine extrem schnelle Bewegung. Mal schauen, wie da die Kameras mitspielen und vor allen Dingen das UHD der FZ1000. Und jetzt wollen wir nochmal die Videoqualität der beiden Kameras vergleichen. Wir nehmen nochmal ein Objekt aufs Korn. Ich nehme jetzt einfach hier diesen alten Kuhstall und wir zoomen etwas heran.
und schauen uns an, wie gut die Details dargestellt werden mit der FZ200. Dasselbe machen wir nochmal mit der FZ1000, auch an diese Klappe heranzoomen. Wir schauen uns die Details in 4K UHD an. Ich kann euch mal die beiden Bilder nebeneinander stellen und so könnt ihr sie direkt miteinander vergleichen. So, und da ich immer nach der Fotoqualität der beiden Kameras gefragt werde oder generell nach Fotoqualität der Kameras, machen wir jetzt ein Foto von diesem Objekt und schauen uns erstmal das Objekt 1:1 an. Hier das Foto der FZ200, die Daten stehen im Bild. Und hier das Foto der FZ1000. Hier nochmal beide Bilder nebeneinander gestellt, so könnt ihr nochmal die Details miteinander vergleichen. Ich habe stark in das Bild eingezoomt, ich stelle es quasi in 100% dar. So, das waren die Außentests und kommen wir jetzt einfach mal zu dem Lowlight-Verhalten der Kameras. Denn das ist relativ spannend, da hat sich wahrscheinlich sehr viel bei der FZ1000 getan. Wir schauen jetzt einfach mal, wie sie sich hier in dem Raum verhält. Ich habe jetzt normales Tageslicht draußen. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr seht, ich habe jetzt gerade meinen Zusatzscheinwerfer ausgeschaltet. Das heißt, wir haben gleich die erste Lichtgrenze unterschritten. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch um die 70 Lux an dem Punkt, wo ich stehe. Und hier seht ihr gleich das Bild der beiden Kameras. Und ihr könnt euch das Bild mal direkt miteinander vergleichen. Was ich jetzt sehr spannend auch finde, ich bin jetzt in einem nicht sehr gut beleuchteten Raum. Und jetzt schauen wir uns gleich mal die Detailtreue der Kameras und das Rauschverhalten der Kameras an. Gerade unter diesen Lichtverhältnissen interessiert mich das sehr stark. Beginnen wir einfach mal der FZ200. Ich zoome um dasselbe Verhältnis in das Bild ein wie bei der FZ1000. Die Bildgrößen können allerdings variieren. Beginnen wir mit der FZ200. Ihr seht hier diesen Luxmeter und ich habe ihn voll eingezoomt. Und dasselbe Bild liefere ich euch jetzt von der FZ1000. Wichtig, hier haben wir UHD, das heißt, hier müsste das Bild wesentlich schärfer sein. Ihr könnt aber auch mal ein bisschen auf das Rauschverhalten achten. Wie gesagt, die Bilder müssten etwas unterschiedlich groß sein. Das hat aber damit zu tun, dass ich in beide Bilder gleich stark eingezoomt bin. Ich kann mir die beiden Bilder nebeneinander stellen und so könnt ihr euch genauer das Bild mal anschauen und miteinander vergleichen. Somit haben wir dann gleich mal getestet, wie scharf jetzt quasi die neue FZ1000 ist. Denn in manch anderen Tests, die man hier schon auf YouTube findet, wurde die FZ1000 mit diversen Spiegelreflexkameras verglichen. Und da hat die FZ1000 im Videobereich die meisten Spiegelreflexkameras um Längen geschlagen. Also erhoffe ich mir auch hier, dass sie wesentlich besser als die FZ200 ist. So, machen wir einfach den nächsten Sprung und ich nehme wieder etwas Licht runter. So, jetzt haben wir den nächsten Helligkeitssprung gemacht. Wichtig, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass ich beide Kameras im Autofokus lasse. Hier möchte ich auch nochmal vergleichen, wie sich der Autofokus verbessert oder verschlechtert hat. Und zwar im Vergleich von der FZ1000 zur FZ200. Hier hoffe ich mir nämlich auch eine leichte Verbesserung. Schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier 16 Lux. Es ist doch recht dunkel. Und schauen wir mal, wie die Kameras sich bei diesem Lichtverhältnis gegeneinander schlagen. Wie gesagt, ich blende euch die einzelnen Kameras ein und ihr könnt euch das Bild der Kameras näher anschauen. So, jetzt habe ich das Licht noch weiter runtergefahren. Jetzt sind wir so um die 1 bis 3 Lux. Das springt also 1 bis 2 Lux in etwa. Ich habe den Luxmeter mal eingeschaltet, damit ihr das nicht noch seht, falls die Helligkeit nicht mehr ausreicht, um mich abzubilden. Aber wie gesagt, ihr könnt das besser beurteilen, denn ihr seht die Bilder der beiden Kameras. Ich schalte immer zwischen den Kameras hin und her. So könnt ihr das Bild besser vergleichen. So, da ich hier diesen Raum jetzt nicht mehr dunkler bekomme, wechsle ich jetzt mal schnell den Standort und wir machen mal den Null-Lux-Test an einem anderen Standort. So, und hier möchte ich nochmal einen Lowlight-Test mit den beiden Kameras machen. Ein kleiner Zusatztipp, ich mache hier den Lowlight-Test bei der FZ1000 mit 4K 25p. Bei Full HD im AVCAD-Modus ist das Bild etwas anders oder sind die Ergebnisse etwas anders. Wir wollen aber den Maximalwert ermitteln. Deswegen verwende ich 4K 25p bei der FZ1000 und bei der FZ200 Full HD mit 50p. So, wir haben hier in etwa 40 Lux. Wir sehen hier Objekte, die ich abfilme. Und jetzt gehe ich einfach mal mit der Kamera in einen dunkleren Raum, nahe 0 Lux. Und wir schauen mal, wie die Kameras hier überhaupt noch was darstellen können. Wir sind im Programmmodus P, im Videomodus. Und ich filme jetzt einfach mal hier diese Kartons ab. So, wenn ich hier nach dem blanken Bild gehe, müsste die FZ1000 wesentlich
besser im Lowlight-Verhalten sein als die FZ200. Aber wie gesagt, ihr habt das richtige Ergebnis auf dem Bild und ihr könnt das direkt miteinander vergleichen. So, und damit haben wir auch den Nullux-Test abgeschlossen. Und jetzt bin ich wieder in meinem normal beleuchteten Raum. Wir haben wieder um die 200 bis 260 Lux an der Stelle, wo ich hier stehe. Und damit komme ich auch zum Ende von meinem kleinen Test zwischen der FZ200 und der FZ1000. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einigermaßen weiterhelfen. Hat euch das Video gefallen, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Hier unten habe ich euch noch ein paar andere ähnliche Videos in den Anmerkungen verlinkt. Dort könnt ihr draufklicken, wenn ihr auf diese Videos kommen möchtet. Und falls ihr mehr von meinen Videos schauen möchtet, abonniert doch einfach meinen Kanal, denn ein Abo auf YouTube ist kostenlos. So, hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.